bin auch gerade schon mal überlegen, wie wäre es, wenn wir dann beim nächsten Mal, ihr schreibt mir nochmal in die Kommentare oder ich informiere mich einfach mal, wo man denn hier die anderen Äxte findet. Dass wir dann beim nächsten Mal, dann ist ja das Haus fertig, dass wir beim nächsten Mal dann auf Axtsuche gehen. Ach, jetzt muss er sich wieder ausruhen, warte mal. Dass wir beim nächsten Mal dann auf Axtsuche gehen und auch schon mal ein paar Möbel dann ins Haus reinstellen. Das können wir eigentlich dann machen, ne? Quasi in der nächsten Aufnahmesession einfach mal so ein bisschen reisen. So. Reiß die Bäume ein. 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 So, hier liegt noch ein Bimsstamm. Hallo Ibims, eins Baum. Ja, guck mal, viel ist das nicht mehr. Viel ist das nicht mehr. Haben wir gleich geschafft. Guck mal, dann... Ja, dann... Ah, scheiße, das ist ein bisschen blöd. Ich müsste das jetzt so hinbekommen. Wobei... Nein. Ich müsste noch auf 100... Auf eine Stunde... Eine Stunde 40 müsste ich eigentlich noch kommen. Ich bin jetzt bei einer Stunde 22. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Während ich einfach blind geradeaus laufe. Eine Stunde 22. Ja, da müsste ich. Ich müsste dann nochmal 20 Minuten. Gut, dann müssen wir noch 20 Minuten irgendwas machen, damit ich auch. Sonst haue ich wieder so 15 Minuten Folgen raus und das möchte ich nicht. Ich freue mich teils, wenn ich 15 Minuten Folgen habe, weil es relativ schnell hochzuladen geht, weil es relativ schnell zu schneiden ist, weil es relativ schnell exportiert. So, Problem dabei ist eben halt nur, ihr habt nicht so viel davon. Gerade in The Forest 15-Minuten-Folge, das ist... muss nicht unbedingt sein, ne? Deswegen. Dass ich dann gleich auf eine Stunde 40 komme, das wäre ganz praktisch. Gucke ich gleich nochmal, was wir vielleicht noch so machen können. Ja, wir können ja die Dinger hier wegmachen. Wir können die Dinger ja wegmachen. Das ist ja noch eine super Aufgabe. Ach, guck mal, hier sind die Bäume... Spawnen die eigentlich random oder warum kuscheln die sich da so... Ist das ein Paar? Ich lasse das Paar einfach... Nein. Jetzt kommt die Scheidung. Jetzt kommt die Scheidung. Ach ja, weil ich auch nochmal fragen wollte. Tut mir leid, wenn ich heute so viel frage und so viel nach Kommentaren frage. Du bist voll klickgeil. Ja. Hacken wir beide Bäume gerade gleichzeitig. Wollt ihr das Spiel eigentlich mit Facecam oder mit ohne Facecam? Also mit oder ohne Facecam? Das würde mich mal interessieren, weil inzwischen ist es ja auch wieder möglich. Ich habe ja... Ich hoffe, das war ein Reh, was da oben gerade lang lief. Inzwischen geht das ja auch schon. Das ist ja das Geile. Das wäre eben halt meine Frage. Würdet ihr das so besser finden, weil es dann irgendwie ein bisschen persönlicher ist, oder... Weil manche finden das ja wirklich ein bisschen persönlicher, wenn man den Typen dann auch beim Reden sehen kann. So hört er ja nur eine sehr erotische Stimme. Durch Entwallungen bringt. Irgendwann werde ich hier nochmal runterfallen, ich sag's euch. Irgendwann wird dieser Tag kommen. Ja, eigentlich müsste ich da echt so ein Seil irgendwie machen, ne? Irgendwie so eine Strickleiter, damit man da wieder hochkommt, weil sonst, wenn wir da wirklich mal... Also, es ist wirklich möglich, wenn wir da mal wirklich runterfallen sollten, beziehungsweise ich, ihr nicht. Ihr seid natürlich zu schlau dazu. Dann müssen wir natürlich irgendwie wieder hochkommen. Ne? Oder wir suchen uns irgendwie so einen kleinen Ort, wo man wieder die Klippen hochklettern kann. Guck mal, gerade in der Nacht, du siehst ja kaum was. Das ist saugefährlich. Ah, warte mal, wie viele fehlen noch? Einer. Eins Baumstamm. Hallo Ibims, eins Baumstamm. Entschuldigung. Ich bin gerade auf der Suche nach dem letzten Baumstamm. The last Baumstamm. Ist wohl nicht vorhanden. Gut, dann muss ich noch einen Baum fällen.
Oh, natürlich ist die Ausdauer im Arsch. Oh, Mann, ey. Junge, was denn los? Na gut, okay, wenn unser Magen leer ist, dann ist auch kein Wunder. Ich sauf mal eben kurz was. So. So. Jetzt haben wir, glaube ich, ja, viele Folgen. Das ist kacke. Das ist kacke. Jetzt haben wir auf jeden Fall, waren wir die ganze Zeit am Bauen gewesen. Das sieht so komisch aus. Das sieht so komisch aus. Kann man da nicht irgendwas reinsetzen? Ich schau mal ganz kurz. Warte mal, das kann es ja nicht sein. Wenn ich jetzt quasi... Wipp, warte mal, wie war das nochmal gewesen? C, ne? C? Ah, warte mal. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, man kann das hier dann... Aha. Oh Gott! Oh, Alter! Ich lese Bücher. Bin ganz lieb. Scheiße. Die haben uns gefunden, ne? Jetzt kriege ich ein bisschen Bammel. Jetzt verstehe ich auch, warum das Survival Horror heißt. Es ist also, Alter, wenn du hier wirklich abends spielst, ne? Also bei Nacht hier in-game. Und dann wirklich plötzlich dieses Gebrülle losgeht. Alter! Oh. Ist das schlimm? Oh Gott. Ich hoffe, die finden uns hier nicht, wirklich. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das denn da oben jetzt, ne? Freies Bauen. Warte mal, ich schau mal ganz kurz. Gibt es dafür irgendwie so eine Alternative, wie man das zumachen könnte? Das sind Wege, da sind Hängebrücken, auch cool. Hier, sowas können wir uns eigentlich auch nochmal bauen, ne? Wände. Was ist das hier? Crane. Ach, das ist hier so ein Fahrstuhl. Ah, okay. Was ist das? So ein Vogelhäuschen? Auch süß. Hey, cool. Können wir das hier irgendwie... Ach, es wird wieder Tag. Ich will so ein Vogelhäuschen hier dran haben. Mache ich das auf der Seite oder auf der anderen? Ich mach das mal hier ran, ne? Da können, eigentlich können wir ja sogar mehrere. Das würde eigentlich ganz cool aussehen, glaube ich. So. Guck mal, da haben wir noch eine Aufgabe, bis ich die 40 Minuten, die eine Stunde 40 Minuten voll habe. Siehste. So, super. Ah, ja, die Ausdauer. Warte mal. Ganz kurz noch was trinken. Wir können eigentlich bald mal wieder Cola-Nachschub holen. Irgendwo hier ein Lurch oder ein Vogel. Das Dach, das sieht merkwürdig aus. Kann man das nicht irgendwie... Hier sind Hoppelhäschen. Herrschen, Hoppelherrschen. So, weil ich sowieso noch mal ein paar Sticks brauche. So, so, so. Ein bisschen was zu essen wäre jetzt nicht schlecht. Achso, das war nur ein Schatten gewesen. Gut, 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 gut. Jetzt treff dich doch mal, Alter. Was ist das für eine Verarsche immer? Komm her, du kleiner Dreckiger. Ich pack dich am besten in den Schuh.
Mann. So, jetzt aber, jetzt halt endlich still. Ich glaube, es geht los, Alter. Da triffst du den und der will weiterlaufen. Frech, der Junge, ne? Echt frech. Ach so, Sticks kann ich nicht mehr. Gut, 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 gut. Aber dieses Geschrei, was wir jetzt letzte Nacht gehört haben, das waren nicht diese Mongos, die da rumgelaufen sind. Diese gekrümmten Typen da. Diese nackten. Das waren die richtigen Ureinwohner. Ich glaube, diese Krabbler, diese, die immer so gekrümmt rumlaufen, ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche anderen Viecher. Ich weiß nicht. Das ist eine unterentwickelte Rasse. Glaube ich. Komme ich eigentlich runter? Eine Seilbahn wäre nicht schlecht hier runter, ne? Aha. Hab ich dich? Ah, guck mal. Dich habe ich schon mal angehittet, sehe ich gerade. Freundchen. Kommst du her? Meine Fresse. Jetzt halt doch endlich mal an hier. Weißt du, wie sie vor dir stehen? Jetzt habe ich ihn verloren. Toll. Alter, ich sehe die hier überhaupt nicht. Neben hohen Gras. Das geht einfach nicht. Wo? Wo seid ihr? Ihr kleinen dreckigen Lurche hier. Ihr kleinen Schlawiners. Da. Nee, das ist ein Hase. Die werde ich auf jeden Fall. Die werde ich nicht so schnell bekommen, denke ich. Was ist das denn? Ach, das sind Vögel. Hallo. Ja, nicht mal die Vögel trifft da, weil er einfach zu blöd dazu ist. Guck dir das an. Junge. Ja, Alter, in der Luft zerschossen, ey. So muss das. Ich will aber trotzdem nochmal den Lurch. Na, kacke. Kann's vergessen. So, wie weit sind wir? 1,33. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, der mit seiner Ausdauer, ne? Hier, warte mal. So, noch mal ein bisschen Lurchrüstung raufknallen. Safety first. Also von hier aus sieht das Dach cool aus, ne? Aber wenn du dann näher rankommst, dann denkst du, was? Was denn das für ein Kack? Was braucht man denn jetzt noch fürs Vogelhäuschen? Weiß das jemand? Natürlich brauchen wir Baumstämme. Ist ja völlig klar. Für ein Vogelhäuschen braucht man dicke, fette Baumstämme. Ohne würde es auch keinen Sinn machen. Zum Glück hatten wir hier noch welche liegen gehabt, ne? So. Und komm jetzt nicht an, dass ich noch mehr Baumstämme davon brauche. Also einer wird ja wohl reichen, denke ich. Ich weiß ja nicht, was du da für ein Vogelhäuschen bauen willst, aber wahrscheinlich für so ein Pterodactylus-Dingsbums. Ja, natürlich. Aus dem kleinen Teil baut er sowas hier. Wie viele will er denn? Ach klar, 4 Baumstämme. Ja, natürlich. Wieder erwünscht. So ein fettes Vogelhäuschen erstmal für einen Flugsaurier bauen, weißt du? So. So, noch 5 Minuten. Ich muss heute auch nochmal zum Ende kommen. Weil ich wollte die erste Folge dann nochmal schneiden für morgen. Ich habe das Gefühl, dass in der Aufnahme, wenn ich jetzt mal kurz so mache, nee, das geht aber eigentlich. Es leckt ein bisschen. Ich hoffe, das ist noch anschaubar. Was macht er denn mit den Resten immer? Nicht so ein bisschen leckt die Aufnahme, habe ich das Gefühl. So ein klein wenig, aber es geht. Also man kann es sich anschauen. Hm. Jetzt muss ich da noch mal ein bisschen rumtüfteln. Hier, guck mal, ein Baumstamm. Hast aber Glück gehabt, Alter. Was ist denn für so ein Vogelhäuschen? Das ist ja unfassbar, Mann.
Nee, ganz, also ganz flüssig läuft die Aufnahme nicht, sehe ich gerade. Ganz flüssig läuft die auch nicht. Die hakelt so ein bisschen, als ob das wirklich so, ne? Bisschen FPS fehlen würden. So, Vogelhäuschen steht. Warte mal, mein Fernseher will gerade ausgehen. Ich sag aber nein. So, und dann landen, ich glaube, die Vögel, die landen dann da, ja, und dann kannst du dir die Federn da irgendwie mopsen oder so, ich weiß es nicht. So, wir machen erstmal kurz ein kleines Feuerchen und legen nochmal einen frischen Lurch auf. Ach genau, das hatten wir ja auch noch, ein bisschen Vogelfleisch. So. Ist das schön. Ich mal so ein bisschen hinsetzen, so. Dave. Ja, dachte ich schön. Ich meine, hilf mir. Ich brenne, ich brenne. Ich bring ins Wasser. Nein, hör auf zu brennen, Junge. Hör doch auf zu brennen. Also, setzen wir uns schön ans Lagerfeuer. Toll. Aber ich finde es gut, dass das überhaupt geht. Weil das ist realistisch. So, uns geht's wieder gut. Das ist super. Wofür ist eigentlich der gelbe Balken da an unserer Lebensleiste? Wofür ist der? Ich guck gerade mal, ob da... Nö, da passiert nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür der sein soll. Ey! Oder ist das so ein Levelmarker irgendwie, dass wir... Ach, keine Ahnung. Ja, naja, auf... Jetzt geh doch mal rein hier. Auf jeden Fall, nächste Folge müssen wir dann nochmal schauen, beziehungsweise in meinem Fall nächste Aufnahme, dass wir das hier irgendwie nochmal zubekommen, ne? Da nochmal irgendwie so einen Balken rüberziehen können. Weiß ich selber noch nicht, wie ich das überhaupt machen will. Und dann nochmal auf die Suche nach ein paar guten Äxten gehe. Hallo. Dann nicht. Naja. Und hier können wir eigentlich auch noch was Cooles hinbauen. Irgendwie so einen kleinen Aussichtsturm. Na, wobei hier macht das nicht so Sinn. Das musst du schon hier oben hin basteln. Also Haus sieht auf jeden Fall schon echt nett auf. Nett auf. Ja, wie gesagt, dieses Loch. Vielleicht weiß ja jemand, wie man das zumachen kann. Ich hab... Was sind das eigentlich für Vögel? Blaue Vögel? Rote Vögel? Zerstöre ich schon mein eigenes Haus hier. So. Einfach mal so. Just for fun. Gut. Leute, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte gerade sagen, was sind das für komische Lichteffekte hier? Aber das ist wohl, weil die Sonne hier gerade so... Die ist gerade so geil, dass das hier so schön durchscheint. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Wie gesagt, gerne mal Tipps immer in die Kommentare rein und auch wirklich mal unbedingt... Ey, ob ihr ein paar Vorschläge so für coole Indie-Horror-Games habt, ja? Immer rein damit, würde ich mich sehr drüber freuen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Soweit von mir, euer Tobi. Bis dahin und tschüss.